So, ihr Lieben, ob ihr es glaubt oder nicht, heute in einer Woche haben wir schon den ersten Weihnachtstag. Kaum zu glauben, aber es stimmt tatsächlich. Guck in deinem Kalender nach. Und ich denke, es wird höchste Zeit, wenn du noch was einkaufen musst, wenn da noch Wünsche von irgendwelchen Lieben um dich herum offen sind, solltest du jetzt langsam loslegen, vor allen Dingen, wenn du noch irgendwas verschicken musst, dann wird es höchste Eisenbahn. Nur so als kleinen Tipp. Hast du eigentlich selber einen Wunschzettel noch? Vielleicht denkst du, komische Frage, ich bin wunschlos glücklich. Ich meine so einen Wunschzettel in Richtung Jesus. Es gibt eine Geschichte in Markus 10, da hört der blinde Bartimäus, dass Jesus vorbeikommt. Er kann das ja nicht sehen, aber er hört davon. Er schreit sich die Lunge aus dem Hals. Und er will einfach zu Jesus durchdringen. Erstmal versuchen sie, ihn stillzuhalten. Das kriegen sie nicht hin. Und dann sagt Jesus, lasst ihn kommen. Und dann fällt er vor Jesus nieder. Und dann kommt von Jesus diese Frage, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Man ist ja eigentlich offensichtlich, wenn ein Blinder kommt. Und er sagt es dann auch, ich möchte sehend werden. Aber ich bin nochmal über diese Frage ein bisschen gestolpert. Stell dir mal vor, Jesus würde jetzt dir diese Frage stellen. Was möchtest du eigentlich? Was hast du für Wünsche? Was soll ich dir tun? Und ich möchte dich einfach mal einladen, darüber mal nachzudenken. Vielleicht jetzt am Wochenende zum 4. Advent hin, dir mal einen Wunschzettel zu schreiben, ruhig in ein Heftchen reinzuschreiben. Was sind Wünsche, die du ganz persönlich hast? Jetzt meine ich nicht noch ein Schraubzwinge oder irgendein Werkzeug oder noch ein Auto oder so, nichts Materielles. Ich meine mal so, was Jesus dir Gutes tun kann. Vielleicht ist auch was Materielles dabei, was du dringend brauchst. Aber so, was brauche ich? Was wünsche ich mir, wenn Jesus mir schon diese Frage stellt? Und dass du einfach mal ein paar Wünsche aufschreibst, die du hast, auch vielleicht fürs kommende Jahr, dass du ganz gezielt das hinschreibst. Und ich lade dich ein, das auch aufzuschreiben. Ich werde das auch tun, weil man kann das hinterher auch nachlesen. Weil viele dieser Wünsche im Laufe der Zeit sich auflösen. Aber wenn es wirklich Herzenswünsche sind, dann ist es gut, es auch mal nachzulesen und zu sagen, ey, Jesus hat tatsächlich darauf reagiert. Vielleicht ein bisschen später, als ich dachte. Vielleicht auch sogar ein bisschen früher, als ich dachte. Aber er hat diesen Wunsch tatsächlich erfüllt. Dann gibt es Wünsche in Bezug auf die Menschen um dich herum, für deinen Ehepartner, für deine Kinder, für die Menschen, die dir am Herzen sind, vielleicht für deine Eltern. Was hast du für Wünsche für andere Menschen, dass du Jesus die mal sagst? Und dann kannst du den Radius noch größer spannen, wenn du an deine Stadt denkst, wenn du an deine Gemeinde denkst, wenn du an deine Regierung denkst, an unser Land, an Europa, weltweit. Du sprichst mit einem, Jesus, der alle Wünsche erfüllen könnte. Er macht das nicht immer, aber er hat alle Möglichkeiten. Und wenn er so einfach mal jetzt so vor dir steht und sagt, hey, setz mal deinen Namen ein, was möchtest du, was ich dir tun soll? Schreib dir das doch einfach mal auf. Und wenn du meinst, zu viele zu haben, bei Jesus gibt's das nicht. Und ich wünsche dir einfach Kreativität und dass du dir einfach mal runterschreibst. Einer meiner Kinder, der war so Spezialist im Wünsche haben. Und der hat ständig an Wunschzetteln gearbeitet. Er hat im September Geburtstag. Und er hat auch meistens schon am ersten Weihnachtstag wieder angefangen, fürs nächste Jahr Weihnachten, ständig irgendwelche Wünsche aufzuschreiben. Ich erinnere mich zum Beispiel, er hat sich mal, als er 8 oder 9 war, ein Luftgewehr gewünscht. Hat uns natürlich hoch und heilig versprochen, er würde nie auf seine Geschwister schießen, hat das Gewehr aber trotzdem nicht gekriegt, aber er durfte diesen Wunsch haben. Er hat sich auch mal gewünscht, mit Liesel und mir, nur wir drei zusammen nach Israel zu reisen, das hat er sich zu Weihnachten mal gewünscht. Nichts anderes, nur diese Israel-Reise, weil er dort irgendwo gelesen hatte, in irgendeinem Upsheft oder was auch immer, dass es in Israel Schätze gibt und da wollte er mit uns hin. Und wir fanden das immer toll, dass unser Junge wirklich so viele Wünsche hatten. Wir hätten ihm gerne alles erfüllt, aber er hat eine ganze Menge bekommen, eine ganze Menge nicht bekommen. Aber bei Gott ist das auch so. Gottes Herz schlägt für dich. Und ich lade dich einfach mal ein, ihm einfach diese Wünsche zu schreiben. Was möchtest du,
das ich dir tun soll? Jesus fragt dich das. Hol dir ein Heft und wenn du willst auch ein dickes Heft und schreib es einfach mal rein. Für dich selbst, für die Menschen in deiner Umgebung und weltweit. Und versuche es so deutlich wie möglich zu machen. Natürlich kannst du schreiben, ich wünsche mir Frieden in der ganzen Welt. Versuch mal ein bisschen detaillierter das zu haben, wie du es genau meinst. Und dann guck dir im Laufe des Jahres immer mal wieder dieses Wunschheft an und trag ein, was erfüllt worden ist, was in Erfüllung gegangen ist und was noch offen steht. Und dann nenne es Jesus wieder. Damit möchte ich dir einfach diesen kleinen Impuls geben für dieses Wochenende. Wir haben jetzt ja einen Lockdown, wir sind halt vielfach zu Hause und können uns vielleicht einfach die Zeit nehmen. Und wir selber als Gemeinde, das noch so als Information für alle die, die jetzt nicht unseren Newsletter bekommen, wir mussten leider die Entscheidung treffen aufgrund der äußeren Bedingungen und der äußeren Zahlen und alles das, was hochgegangen ist, dass wir unsere Open-Air-Gottesdienste dieses Jahr nicht feiern werden. Es waren schon über 600 Tickets verkauft bzw. gebucht und viele, viele Mitarbeiter haben schon viele Stunden investiert. Das war alles irgendwie gut vorbereitet, aber wir haben uns dann doch in der Gemeindeleitung entschlossen, dass der 24. diesmal anders verlaufen wird. Wir werden keine Präsenzgottesdienste haben, keinen Open-Air-Gottesdienst, sondern nur um 16 Uhr einen Gottesdienst, den wir gerade zurzeit aufzeichnen. Und ab 16 Uhr kannst du ihn auf unserer Homepage oder bei YouTube, EFG-RK-Treffpunkt-Leben, kannst du ihn dir anschauen. Und aber bis Weihnachten ist dann noch einiges Zeit. Wir sehen uns noch zweimal, nächste Woche Montag und nächste Woche Mittwoch. Da machen wir erstmal eine Pause, aber das werde ich nächste Woche erzählen. Jetzt denk an deinen Wunschzettel und ich wünsche dir ein gesegnetes, tolles Wochenende, wo immer du es verbringst.